An der Technischen Universität Wien hat Balthasar Fischer in der Forschungsgruppe von Ernst Windner das optische Mikrofon entwickelt. Das weltweit erste seiner Art, ohne bewegliche Teile wie eine Membran. Bei diesem Mikrofon kommt ein Fabry-Perot-Interferometer als akustischer Sensor zum Einsatz. Dieser erlaubt es, den Schall durch die direkte Wechselwirkung zwischen Laserlicht und dem Medium Luft zu messen. Das optische Mikrofon ermöglicht lineare Schallmessungen bis in den extremen Ultraschallbereich. Dies ist in der akustischen Messtechnik bei Anwendungen wie der zerstörungsfreien Materialprüfung von herausragender Bedeutung. Der Sensor ist auch in Flüssigkeiten einsetzbar und ermöglicht durch seine enorme Empfindlichkeit in der medizinischen Bildgebung besonders kontrastreiche Bilder. Schließlich kann dieses Mikrofon in der Unterhaltungselektronik durch seine kleine Größe und die hohe Richtwirkung zu einer besseren Signalübertragung beitragen. In Zusammenarbeit mit Philips konnten die ersten Prototypen erfolgreich hergestellt werden. In der Folge wurde die Firma Xarion Laser Acoustics gegründet, die das innovative Mikrofon vom Wiener Firmensitz aus gemeinsam mit Partnern weltweit vertreiben wird.